Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich über dieses Thema. Heute sind die Time Talk B wie Bücher dran. Und ich hoffe sehr, dass euch das Thema gefällt. Und ich würde auch sagen, wir starten auch direkt schon durch mit dem Thema. Als erstes Mal steht ja der September vor der Tür. Also, wir sind schon am Anfang vom September und ich finde, September ist einfach ein sehr, sehr guter Monat für Bücher und für Lesen, allgemein, wenn es so in die herbstliche Richtung geht. Ich liebe es einfach, wenn es draußen regnet oder so ein bisschen windig ist, wenn man dann zu Hause sitzt, so eine Tasse Tee und einem guten Buch und sich gemütlich machen kann und so richtig in die Story so eingrooven kann und so richtig in der Geschichte drin ist. Ich liebe das einfach. Und allgemein finde ich, Lesen ist für mich zumindest ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben gewesen. Also wir haben so eine Stadtbibliothek bei uns und ich bin jeden Freitag mit so einem Stapel neuer Bücher aus dieser Bibliothek gelaufen und habe immer wieder neue Bücher ausgeliehen und war mega schnell durch und habe mir neue Bücher ausgeliehen. Ich würde voll gerne mal wissen, wie viele Bücher ich insgesamt mal ausgeliehen habe. Muss ich mal nachfragen. Auf jeden Fall war Lesen für mich immer sehr, sehr wichtig und hat mir mega Spaß gemacht. Ich war eine mega Leseratte. Und wenn man jetzt so älter wird, kommt ja manchmal das Leben so ein bisschen dazwischen, der Alltag. Und man nimmt sich einfach, finde ich zumindest, manchmal ein bisschen zu wenig Zeit für das, was einem Spaß macht. Und in meinem Fall jetzt das Lesen. Und wie ihr wisst, bin ich ja gerade in meiner Prüfungsphase. Und meine Schwester heiratet auch. Also, wenn ihr das Video seht, war ein Tag davor die Hochzeit. Und ist halt gerade alles viel und viel planen und so. Ich habe es aber geschafft, mir trotzdem Zeit fürs Lesen zu nehmen, weil ich einfach wieder das als Priorität gesetzt habe. Und ich wollte heute in meinem, eigentlich ist es kein Tea Time Talk, sondern so ein Book Talk, Tea Time Talk über Bücher, wollte ich euch zeigen, was ich so für Bücher die letzten Wochen gelesen habe und was auf meiner Liste noch steht, was ich noch lesen möchte. Ich habe nämlich neue Bücher bzw. gebrauchte Bücher auch eher mir gekauft, weil ich sehr motiviert bin, wieder zu lesen, gerade wenn es wieder anfängt zu regnen. Ich habe auch bei meinem letzten Video dieses Regen-Sounds-Geschichte vorlesen Video. Das ist genau der Vibe, den ich im Herbst so liebe, wenn es einfach nieselt und regnet und man hört so die Tröpfchen so am Fenster. Einfach sehr, sehr gemütlich und einfach Herbst. Für mich ist das einfach Herbst. Und deswegen zeige ich euch jetzt die Bücher, die ich, wie gesagt, die letzten Wochen schon gelesen habe. Und die Bücher, die so auf meiner Liste stehen, die ich in Zukunft auf jeden Fall lesen möchte. Als erstes mal zum den Büchern, die ich gerne lese. Ich lese sehr, sehr gerne Romane, weniger so Fantasy-Richtung, obwohl ich das eigentlich auch manchmal sehr cool und angenehm finde. Und vor allem früher habe ich Lesen genutzt, um so in andere Welten zu kommen und so ein bisschen die Fantasie so anzukurbeln und im Kopf sich so die Bilder zu diesen Büchern auszudenken und so richtig in die Welt einzutauchen. Und das liebe ich auch immer noch sehr, sehr, sehr. Da habe ich auch ein paar Bücher hier, die ich euch gleich zeigen werde. Aber ich liebe auch, das hat sich jetzt so entwickelt, das habe ich natürlich nie mit 8 oder 9 Jahren gemacht, aber seit so ein paar Jahren liebe ich es auch, so Bücher zu lesen, die so für die Selbstentwicklung und sich selber so ein bisschen mehr kennenlernen, so gerade für solche Themen eben sind. Und da habe ich auch ein paar Bücher hier. Und genau, das ist so mein Ding, dass ich diese Geschichten liebe, aber ab und an auch diese Selbstentwicklungsbücher feiere. Und deswegen zeige ich euch heute meine Books. Okay, wir starten mit dem ersten Buch, was ich
Und ich finde es besser, wenn man mehr gebrauchte Bücher kauft als immer wieder neue. Weil ja, und deswegen habe ich mir da dieses Buch hier geholt. Ich fand das Cover einfach so schön. Soll ich mal den Klappentext vor? Calpurnia ist eine Entdeckerin. Sie liebt es, ihre Umgebung zu erforschen und Dinge in Frage zu stellen, dass sie traditionellen Erwartungen entsprechend. Kochen, Stricken, Klavier spielen lernen soll, leuchtet ihr nicht ein. Lieber streift sie durch die Natur, beobachtet Pflanzen und Tiere, unterstützt wird sie von ihrem eigenwilligen Großvater. Er schätzt ihre Wissbegier, schenkt ihr Bücher und des anbrechenden 20. Jahrhunderts. So erobert sich Kelly ihren Weg in eine selbstbestimmte Zukunft. Kelly ist ein Vorbild für jede Mädchengeneration. Neugierig und feinfühlig, kritisch und klug. Ja, das ist dieses Buch, ja. Dann habe ich als nächstes Buch das hier gelesen. Mädchen. Also es geht um ein Junge oder ein Mädchen, was sich verliebt. Und das Mädchen hat eine geheimnisvolle Vergangenheit mit viel Trauma, die es ihr nicht so ganz ermöglicht, die Beziehung einzugehen und das alles zuzulassen. Und in die Geschichte tritt dann auch ihr Bruder rein
einfach auch mal abzuschalten, weil das jetzt nicht ist, was ist, wo man wirklich dauerhaft dranbleiben muss. Also ich glaube, vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn ich von Geschichten, also ich kenne auch Bücher, wo man wirklich am Ball bleiben muss und gefühlt das Buch in einem Zug durchlesen muss, weil es so viel Infos sind und so viel kleine Nebeninfos, die aber später doch sehr, sehr wichtig sind. Und wenn man die nicht auf dem Schirm hat, dann ja, trabt man so ein bisschen hinter der Geschichte her. Aber das ist ein Buch, was jetzt gerade in meiner stressigen Prüfungs-, Hochzeits- und was weiß ich was Phase ganz angenehm war. Dieses einfach das Buch schnappen, lesen, wenn es auch nur 10 Seiten sind und ja, am nächsten Tag dann die nächsten 20. Und, also Stück für Stück und einfach die Geschichte so ja, vor sich hinlaufen lassen und genießen. Dafür fand ich dieses Buch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich da arg viel durchkomme, aber danach
über bestimmte Themen, wo man einfach mehr lernen kann über sich, über Meditation und so weiter. Das sind Bücher, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte. Okay, das erste Buch habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen und das war relativ im Hype, glaube ich. Also das hat wurde oft mir vorgeschlagen, auch auf TikTok und so habe ich das relativ oft gesehen. Und zwar ist das das hier. 101 Essays, die dein Leben verändern werden, von Brianna Wiest oder doch Wiest. Und eigentlich wurde das, glaube ich, auf Englisch geschrieben, wurde jetzt halt ins Deutsch übersetzt und ist sogar ein Spiegel Platz 1 Bestseller. Und da geht es eben darum, dass da verschiedene Essays, verschiedene kleine Sätze, großer Mensch.
Mögt. Wenn ja, lasst es